Welt war eine andere, als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Boten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich soweit. Shit. Wir müssen mitten durch die GDs durch. Da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein, nicht. Dieses Baby muss kaputt sein oder so. Thank you.
sind umzingelt. Hilf mir! Hilf mir!
Leute, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Das ist einfach so krank. Das ist einfach nur krank. Warum scannt er eigentlich nach rechts? Ah, jetzt scannt er geradezu. Ah, da bin ich, guck mal. Okay. Da soll ich anscheinend nicht hin. Sam ist ein Wiederkehrer. Das bedeutet, dass er von dem als die Fuge bekannte blabliblub. Okay, dahin. Alter, ist das krank jetzt schon? Oder ist er? What the fuck? Einst gab es eine Explosion. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Na, wie fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Keine Angst. Ich bin Arzt. Also Rechtsmediziner, eigentlich. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Ach, uns. Yep, Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut. Wo bin ich? Viel später, Schatz. Schau mal. Versuch, sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Ja, sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? 2 Tage? Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Du bist ein Wiederkehrer.
Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichenentsorgern? Central Nod wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du. Kein Wunder. Und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut? Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz Rutherford, jede Seele in Central Knot City. Jetzt sind wir in unserer Basis in Capital Knot City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Aphephosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche, vorsichtiger zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Knot? Nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation.